sehen, was hier so der Fall ist. Oh Gott, ist das riesig. Ja, dem sind wir auf jeden Fall noch nicht gewachsen. Da könnt ihr euch eigentlich sicher sein. Ich will einfach nur mal so auschecken, was hier kurz so drin ist. Damit wir schon mal so im... Was ist das? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Vogel? Was ist denn das? Ich will die mal einen Critical Hit machen. Damit ich mal sehe, was da so abgeht. Wie viel Schaden die denn eigentlich bekommen. Komisch. Auf der Treppe haben die irgendwie Probleme, die NPCs. Ja genau, lass uns einfach mal hitten, mal sehen. Naja, okay, stark sind sie jetzt nicht unbedingt. Nicht so stark. Ich meine, dafür, dass sie so wenig treffen. Aber okay, das können wir auch später nochmal machen. Ich würde sagen, jetzt ist wirklich mal die Zeit, an dem wir zurück zu den Wassermagiern gehen. Und zu den Piraten auch. Gerade ein Frame-Einbruch. Zurück zu den Wassermagiern. Und da mal irgendwie mal ein Stück weit was auschecken. Ja, Saduras. Ich habe Infos, Kerl. Lance Leiche gefunden. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Moment, ich muss mir gerade was einschenken. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich schütte auch diesmal nicht ganz so krass ein, damit ihr es nicht ganz so krass hört. Trotzdem konnte ich es nicht im Dialog verstecken. Also rede ich einfach irgendein Zeug und ich bin schon fertig. Ich habe Lance Aquamarinring. Lances. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Jawohl. Wegen Raven. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Jawohl. Gut. Dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Ich hab die schon rausgeholt. Wegen Raven. Hast du etwas Neues? Bisher noch nicht. Ich rate dir. Ja, okay. Alles klar. Adanus. Alles klar. Möge er mich schützen. Nefarius, hatten du was hier? Ja, nee. Deo hat nichts mehr. Ne Mixier. Auch nichts. Der Kronos. Hey, du. Kronosimus. Lass uns handeln. Mal sehen, was hast denn du? Was hast denn du da hier? Das ist ja ja nicht unbedingt so die Höhe. Das Ding können wir uns, glaube ich, eigentlich mal leisten, jawohl. Dann wird da alles, ja. An Entschuldigung. Jo, an Zaubern, denke ich, brauchen wir fürs erste nichts. Medarion. Ja, ist gut. Was ist denn los? Okay, auch nicht Riordian. Ja, ganz gut. Alles klar. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Es war doch seine Entscheidung. Okay, alles klar. Mich auch. Mich schmerzt das, Brudi. Es macht weh. Okay, Bett. Wir legen uns mal hin. Schlaf mal, weil ich mir nicht sicher bin, ob es da in dem Moment gerade Dämmerung oder eben Morgengrauen war. So. Würde gerne Ende. Jawohl. Jawohl. Die tolle Musik. Bin ich froh, dass ich sie doch ein Stück lauter gestellt habe. Sonst würde ich sie auch sehr, sehr leise hören.
Und ich glaube, ich habe sie auch anfangs so hochgestellt, einfach aus dem Grund, dass ihr sie hört. Weil es eben auch einfach übergeil war, die Musik. So ein... Oh, das haben wir noch gar nicht. Okay. Jawohl. Wo geht's lang? Durchs Wasser. Nee, da watscheln wir. Ich glaube, da schwimmen wir nicht. Das dauert zu lange. Gehen wir doch außen rum. Haben Spaß am Leben. Gehen wir ganz nah an so einen Held an. Können ja mal in First Person rumlaufen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ziehen wir einfach mal aus Spaß unsere Waffe. Sieht man die... Och nee, er kann nicht in First Person campen. Schade. Jo, seht ihr alles mal aus erster Person hier. Aus der Ego-Perspektive. Muss man sagen, wenn man so ganz nah anguckt. Ja, okay, jetzt sieht es eigentlich relativ verpixelt aus, aber so von der Weite hier sieht es schön aus. Da sieht es wirklich, da gefällt es mir. Da glänzt mir so ein bisschen und ja. Das hier, wisst ihr, die Grasfläche ist nicht so ganz scharf und dann kommt diese hier und die ist voll scharf und die gefällt mir auch voll. Und ich finde, sie wirkt auch realistisch, wenn man so auf den Boden guckt. So. Hat halt ihren Charme. Das sind halt ein paar Steine, ja. Sollte mal eine ehemalige Treppe sein. Der Henry. Oh, hey, Henry. Kommst du mir ein bisschen zu nah. Jo, die blinzeln auch. Habe ich auch noch nie drauf geachtet, ob die jetzt wirklich blinzeln. Blinzeln. Ist ja irgendwie immer nicht so. Das war Garrett, haben wir dir was zu sagen? Nö. Brandon. Nö. Matt. Nein. Und wo ist Skip? Da ist Skip. Skip. Naja. Nee, auch nett. Da gehen wir mal hoch zum Greg. Greggy. Wow, wir haben sowieso schon die ganze Zeit eine Banditenrüstung an, aber ach so, ja, wir sind ja hier im Lager der Lager. Die wissen ja, wer wir sind hier. Wir gehören ja zur Crew. Aber wir wollen ja nur so in Angesicht von unserem Captain dastehen. So, jawohl, hier. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, er brütete... Das wollte ich nicht hören, sondern das hier. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Aha, jo, klar. Sache. Haben wir eigentlich den Strand gesäubert? Haben wir den Schattenläufer gepackt? Das weiß ich jetzt gerade nämlich gar nicht. Erfüllte der Strand im irgendwas. Steht hier nicht irgendwie was? Das ist ganz am Anfang. Nee, das ist doch nicht. Der Strand im Norden, jawohl, haben wir geschafft. Jo, Freunde, dann, wir hatten doch, wo war das denn? Vom Canyon aus, in irgendeiner Höhle, dort konnten wir ja hinüber zur, da sind wir ja irgendwie mitten in irgendeinem anderen Gelände rausgekommen, wo, glaube ich, auch ein Herrenhaus war. Ich denke, wir machen uns dort auf den Weg, dorthin halt, eben, wie es denn so ist. Und, ja, verlassen halt einfach mal fix die, ja, wunderbaren Banditen, würde ich jetzt nicht sagen. Freundlich sind sie teilweise. Stark sind sie auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, stärker als die Banditen insgesamt hier. Pff, was ist denn da los hier? Der Bloodwin hier. Hier, wo ist der Bloodwin hier? Wo ist der Bloodwin hier? Das ist ein normaler Schädel. Bloodwin hier,
guckt hier, alle hier, ich habe Bloodwitch Schädel. Schade, dass er nicht rausholt und irgendwie eine coole Grimasse schneidet, so, guck mal, und die Leute sich dann irgendwie erschrecken. Das wäre echt voll geil gewesen. Aber ja, okay, dann ist es halt so. Don't worry, be happy. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann müssten wir jetzt in den Canyon marschieren. Ich denke mal, da sind noch keine neuen Monster gespawnt. Weil irgendwie, irgendwann spawnen doch da neue Monster. Oder sind da... Warte mal, bin gerade am Überlegen. Haben wir eigentlich das Ork-Lager dort schon? Dieses Herrenhaus dort, das weiß ich, das ist das Stärkste. Das konnte ich mir noch behalten, aber ich weiß gar nicht. Das Ork-Lager haben wir doch gepackt mit unserem Trupp. Mit unserem Enter-Trupp. Wir hatten auch wirklich den geilsten Enter-Trupp. Ja, das müsst ihr schon zugeben. Hier mit Alligator Jack und Brandon und Skip haben wir dann auch mitgenommen. Obwohl Skip, ja, wie ich auch schon gesagt habe, glaube nicht, dass der so der Oberboss war. Das war, glaube ich, eine ganz normale Sackgasse. Das war, glaube ich, sogar da, wo das Heuerbuch drin war. Aber ganz, ganz hinten links war, glaube ich, eben die besagte Höhle oder Mine, wie auch immer, die uns dann Zutritt zu der anderen Welt dort gewährt hat. Den Zutritt gewährt hat. So, hab noch ein Wort gesucht, was irgendwie schlau klingt. Damit ich wenigstens halbwegs schlau rüberkomme. Aber haben sie gut gemacht mit dem Canyon. Gefällt mir echt fett. Finde ich auch fett, dass sie dann dieses Übertropische reingebracht haben. Das finde ich super. Und dann aber eben voll so, wie jetzt diese ja, nicht Chiller-Musik, aber Stück weit spannend haltende Western-Musik, wisst ihr? So, erinnert mich zumindest an Western. Ich weiß nicht genau Western, aber ich schätze, ihr wisst auch dort, was ich meine. Jo. Das war RCS Mine, glaube ich. In die wir jetzt einfach mal reinmarschieren und dann mal sehen, ob wir dann... Das finde ich so lustig hier. Hehe. So. Gut, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Rechts? Nee. Links? Hier nochmal. Nee, da war zugeschüttet. Hier. Irgendwo war doch dann hier noch dieses... War hier schon Schluss? Ah, hier war ja der... Oh ja. Stimmt ja. Hey, how you doing? Nee, dann war das doch nicht hier. Dann war das doch eine andere Mine. Welche könnte es denn gewesen sein? Lasst mich überlegen. Vielleicht da oben, wo dieser Bluthund war. Das kann natürlich auch gut sein. Ja. Gucken wir mal als nächstes in diese Dingens. Eben. Moment. Mal gucken, dass ich hier auch runterstapfe. Da oben. Da über die Brücke, wisst ihr, nach links, da war doch der Bluthund und dann eventuell ist ja dort die andere Mine. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn wir jetzt in der Stadt sind und so, wo viele Charaktere sind, dann haben wir immer diesen Ruckler. Das liegt teilweise an der Aufnahme, aber auch teilweise an meinem PC. Aber wenn wir hier, guck mal, wir laufen sauber und frei mit 60 Frames durch den Canyon, also hier haben wir keine Probleme. Erst wirklich, wenn wir in die Stadt kommen, dann 30 Frames und es ruckelt eben manchmal. Nervt mich ein wenig. Aber ja, Freunde, so ist es nun mal. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Jawohl, dann gucken wir mal. War hier überhaupt eine... Doch, hier muss doch eine gewesen sein. Da links irgendwo in der Ecke, oder? Oder, Held, komm schon, jawohl, genau. Ach, oder war das vielleicht einfach ein riesiges Minecrawler-Nest und dann irgendwo ganz, ja doch, das war's hier. Das war's hier, das war mit diesem Minecrawler-Nest, wo einfach über viele Minecrawler waren. Wo aber dann auch eben irgendwo dieser Ausgang zu einem anderen Abteil dieser neuen Welt war. Was ist denn das? War das auch schon vorher da? Was ist denn das hier? Was ist das, die Scheiße von denen? Nee, das sieht aus, als hätten die Bambus fotografiert und hier reingeschnitten. Was ist denn das? Das kommt mir aber ganz unbekannt vor.
Lol, war das das letzte Mal schon? War das vielleicht die Strecke von einem Main-K? LOL.